Hallo, Dablok. Dablok, Alternative PDK und nicht nur eine einfache Technik, die sehr kompliziert manchmal vorgestellt wurde. Dann will ich jetzt hier zu orientieren, Rippen, hier versuchen wir auch mittelaxillare Linie. Dann fühlen wir es vielleicht, je nach hinten geht, desto Dermatom größer wird. Und da haben wir es hier so, zur Orientierung von hier, von oben, von der Bauchdecke, eine Haut- und Fettschicht, dann die Muskulaturschichten, Externoblick von hier bis hier, Internoblick, was das Größte ist, und Transversus Abdominalis Muskel, was normalerweise eher der dunkelste auf dem Bild ist. Und dann hier die Fasse del Peritoneum und unter hier wäre schon Darm. Manchmal sieht man die Darmbewegungen auch. So, dann Punktion in Play. Hier endet unser Transversus Abdominalis. Ich würde versuchen, dann eventuell hier irgendwo dann zwischen diese zwei Muskeln interfaszial, dann ich versuche dann ungefähr 1 cm von Ultraschallpunktion. So, dann unsere Nadel kommt von am Bild von links nach rechts. So, okay, dann wahrscheinlich sind das zur Inspiration, 1 Liter Spritzen. 1 Milliliter. Wir sind noch nicht intrafaszial, wir sind ganz nah. Manchmal muss man fast hier so durch und dann 1 Millimeter zurück. Jetzt noch Aspiration, 1 Milliliter. Ja, jetzt ist ganz schön. Dann jetzt 20 Milliliter Rodivacain, 0,375% Spritzen. Und könntest du eventuell da die Tiefe einmal nach rechts drehen? Genau. Im Video. Ja, kann man auch da dokumentieren. Reicht dann. 20 Milliliter gespritzt? Mhm. Okay. Was wollte ich jetzt da zeigen, dass die zwei Faszien. Drück mal jetzt da auf. Zu Bild. Da unter diese zwei Knochen. Da auf dem Bild. Unter diese große Zunge, da ist diese sein unter. Unter da, wo diese zwei. Da links, 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 da. Da drücken. Okay. Gut. Dann für die andere Seite, ich bleibe hier an dieser Position, nochmal hier ein bisschen 5 Meter Flüssigkeit. Ich bleibe auf die gleiche Seite. Ich wechsle nur die Hände, auf dieser Seite habe ich es vom Lateral Ultraschall mit rechts, punktiert mit links. Auf die andere Seite, ich bleibe hier. Ich würde meine Hände wechseln und dann das gleiche. Da ist es hier zu erkennen. Immer noch wieder von oben nach unten. Haut- und Fettschicht, externer Blick, interner Blick, Transversus Abdominalis, Peritoneum und dann intraabdominale Raum. Dann versuchen wir auch so ungefähr Mittelaxillarlinie. Hier in der Nähe, wo das Transvenal funktioniert, auch so ungefähr 1 cm von Ultraschallsonde. Meine Nadel kommt im Bild von rechts nach links.
auch so intrafacial zu spritzen. Aspiration. Ach, einmal zu spritzen. Und dann sieht gut aus, dann hier da auf 20 Minuten spritzen. Okay, fertig.